Nix da, unentschieden. Er will Tabellenführer werden. Michael Skibbe auf dem Weg zur Spitzenposition. Und er, Uli Forte, will seine Auswärtsbilanz aufbessern. Aus den letzten 4 Spielen holten die Berner nur 3 Punkte. Nach 3 Minuten ein erster Eckball für Geze mit Hajrovic. Abrashi, der Geze-Mittelfeldpuncher, ist da völlig vergessen worden von IBs Abwehr. Geze ist stark bei Standardsituationen. Freistoß Gaio. Marco Wölfli geht auf Nummer sicher, ein ganz schwieriger Ball. Caio, der Brasilianer, in starker Verfassung. Doppeltorschütze am Mittwoch im Derby. Die Grasshoppers gehen das Spiel mit viel Selbstvertrauen an. Pavlovic legt zurück. Hajrovic, er vergibt eine super Chance. Entsprechend die Reaktion seines Trainers. Wirklich eine gute Vorstellung der Zürcher in den ersten Minuten. Ben Khalifa, Abrashi, Hajrovic, die nächste Chance, ein toller Angriff, alles direkt gespielt, nur im Abschluss wird gesündigt. Uli Fortes Mannschaft kommt offensiv überhaupt nicht in die Gänge. Der gesperrte Costanzo sowie die verletzten Bürki und Sutter warten in der ersten halben Stunde vergeblich auf eine reelle Torchance. Geze lässt den Bernern kaum Platz. Jetzt für einmal frei. Zarate. Gernt. Wieder auf frei, aber das ist kein wirkliches Problem für Geze-Keeper Roman Bürki. Alain Rocha mit einem Fehlpass. Geze schaltet sofort um. Mit dem schnellen Hajrovic. Toko ist frei. Trifft nur den Pfosten. Hajrovic, unglaublich. Geze müsste längst führen. Toko mit der besten Chance der ersten Halbzeit. Michael Skibbe ist der Verzweiflung nahe. Und Uli Forte ist eindeutig IBs bester Techniker. Geze hat nach der Pause vorerst Mühe, zu seinem Spiel zu finden. Und so sehen die Young Boys nun etwas besser aus. Frei. Gernt hat viel Platz. Schaut, passt zur Mitte, wo Goli Bürki am Ball vorbeigreift. Er hat bislang gar nichts zu tun gehabt. Und hier ist es dennoch gefährlich geworden. Dann die Grasshoppers. Salatić setzt sich durch. Hajrovic. Ben Khalifa lässt passieren und Habercionay spitzelt Toko den Ball vom Fuß in allerletzter Sekunde. Alarmstufe rot im IB-Strafraum. Ja, Geze müsste wirklich längst in Führung liegen. Hat das Spiel wieder im Griff. Caio mit der Spielverlagerung. Lang mit dem Ball ins Zentrum. Ben Khalifa und zum zweiten Mal geht der Ball ans Aluminium. Wölfli rüttelt Verteidiger Veskovac wach, der in dieser Situation nicht mit Ben Khalifa gerechnet hat. Michael Skibbe will Leader werden, aber dafür braucht es Tore. Noch eine gute Viertelstunde. IBE mit frei. Der lange Ball auf Gernt und IBE führt 1:0. Denn der Treffer ist regulär und das Spiel komplett auf den Kopf gestellt. Beim Pass von Michael Frey kein Offside. Vilotić hebt es auf und der Schwede Alexander Gernt trifft zum Erstaunen aller im Letzigrundstadion. Auch Uli Forte dürfte seinen Augen nicht getraut haben. Für die letzten paar Minuten spielt IBE zu 10. Veskovac muss nach der zweiten Gelben vom Platz. Die Geze Schlussoffensive. Ben Khalifa. Pavlovic. Vilotić kommt nicht an den Ball. Ja, und dann ist Schluss. IBE gewinnt die Partie.
Partie und Goetze verliert ein Spiel, das es nie hätte verlieren dürfen. Alexander Gerndt, der Matchwinner für IBE. Es war ein super Zuspiel von Michi Frey. Ich bin am richtigen Ort und kann das Tor per Kopf erzielen. Kind of easy goal, but it's a great ball from Michi. Wenn man von unnötigen Niederlagen redet, dann meint man sicher so eine, wie ihr heute kassiert habt. Ja, definitiv. Wir müssen den Sack eigentlich schon früher dazu machen. Wir haben eine Torschance dazu. Der Tokop und der Wille, würde ich sagen, gerade zweimal 100% geben. Und dann bekommen wir halt aus dem Nichts das Goal und verlieren den Match. Im Hinspiel sind wir besser gewesen, wir hatten viele Chancen. Wir hätten damals nach 20 Minuten 3 noch am Führen müssen sein. Damals. Und jetzt heute, also ich glaube, es ist gerecht, haben wir heute gewonnen. Obwohl es mit schlechteren Teams war. Aber wir haben echt die Chance gemacht. Der Alex Gern hat super reingeköpfelt. Und dann ist eins noch. Am Schluss war es ein Fight. Und darum haben wir jetzt gewonnen, wo wir echt gefeitet wie die Gestörten.